Oh yeah! Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ich darf euch wieder ganz herzlich begrüßen zu dieser neuen Folge von Let's Play Mafia 3. Ich bin's wieder, euer Sepp. Ich guck mal gerade mal auf die Uhr, Freunde. Und da sehen wir gerade, dass wir fast 3 Uhr haben. Und ja, ich kann nicht schlafen. Mir ist ein bisschen langweilig und dachte mir so, komm, warum nimmst du nicht einfach nochmal ein bisschen Mafia 3 auf? Why not, würde ich mal sagen. Weil ich habe mal wieder ein bisschen Bock auf Mafia 3. Also es kann ein bisschen verwirrendes Zeug vorkommen, Freunde, dass ich das erwähne. Weil ich massiv schon ein bisschen müde bin, aber irgendwie nicht schlafen kann, will. Und ja, ich habe mir mal gedacht, nimm einfach mal Mafia 3 auf. Das ist gut. Wie gesagt, es kann ein bisschen Bullshit passieren. Und ich habe jetzt als erstes mal auf die Karte geguckt und habe erstmal Zusatz-Dings gemacht. Zusatzziele, also ne, Nebenquests. Und da steht Rede mit Burke. Ja, ja. Dann würde ich sagen, reden wir doch mal mit Burke. So. Ja, doch. So, wir machen mal kurz auf F7. Genau, na, nochmal auf F7. So. So habe ich einen perfekten Überblick, was hier genau los ist. Obwohl, eigentlich ist es da oben doch eigentlich ganz gut. Na egal. Wir lassen es jetzt mal so. Ich hoffe, es geht euch gut, Freunde. Und ja, ihr genießt euer Leben. Und ich nehme jetzt euch um 3 Uhr morgens noch ein bisschen Mafia 3 auf. Why not? So, hier gibt es sehr viel einzusammeln, sehe ich gerade. Aber wie gesagt, da gebe ich erstmal einen Fick drauf. Die Steuerung habe ich auch wieder leicht vergessen. Ich denke aber, damit sollte ich ja eigentlich noch vertraut sein. Das sollte ich eigentlich noch hinkriegen. Wir machen erstmal wieder ein paar Zusatzziele, Freunde. Damit wir die alle mal ein bisschen abarbeiten, weil die sind ja auch recht easy, sag ich mal. Weil wir müssen nämlich auch noch mal ein bisschen Geld machen. Weil wir wissen ja, es kostet noch ein bisschen Geld. So, ich glaube, das ist auch noch ein weiteren Gefallen jetzt, was wir machen mit Burke. Weil wir kommen ja jetzt langsam näher, dass wir mal einen Gefallen machen. Also so langsam sollten wir mal da in der Richtung kommen. Dass wir da mal ein paar Fähigkeiten freischalten, finde ich. Ich denke mal, dass wir auch noch, denke mal, benachrichtigt werden. Oh, guck mal, du hast jetzt einen Gefallen. Jetzt kannst du hier, kannst du alles machen, was du willst, so weißt du, quasi. Weil wir sollen nämlich Cassandra einen Bezirk zuweisen. Das können wir ja dann erst später machen. Genau, hier war ja eine Autowerkstatt, da könnten wir auch nochmal irgendwann vorbeischauen. Das wollte ich mir nämlich auch nochmal genauer angucken. Vor allem, weißt du, das Spiel kam als fertiges Spiel raus, kommt aber immer noch Updates. Dead-Logik, egal. So, hier auf dem Schrottplatz. Die Ballerei war ja schon geil letzte Folge, soweit ich mich noch erinnern kann. Oh. Hat sich Steam geöffnet. Wollte ich gar nicht. Wie auch immer sich jetzt Steam öffnen hätte können. Aber gut. So. Ich bin mal leise. Wo kommt denn die Karre her? Ja, aus meinem Arsch. Hab ihn heute morgens am Drehern ausgeschissen. Kennst du den Spruch, mit Honig fängt man mehr Fliegen als mit Essig? Kennst du den Spruch, wie war der noch? Fick dich ins Knie? Schon gehört. Halt dich raus. Das geht noch mich was an. Ich mach das schon. Burke, ich brauch deine volle Aufmerksamkeit. Lenk dich nicht ab mit so einer unwichtigen Scheiße. Ein paar Kerle waren wegen einem Wagen hier. Hier aus der Gegend? Aus Belfast. Belfast? Schwere Jungs? Oh, tonnenschwer. Haben nach Seriennummern gesucht. Teilen zum Einbauen. Damit die Bullen da nichts checken, wenn's Bumm macht. Haben die gefragt oder befohlen? Die IRA fragt nicht. Nikki macht sowas hier in einer Stunde. Bitte sie um Hilfe oder so, aber krieg was auf die Reihe. Hast du eigentlich selber Kinder? Nicht, dass ich wüsste.
dann hast du auch keine Ahnung, wie frustrierend das mit denen manchmal sein kann. Ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit. Scheiß drauf. Was brauchst du von mir, Buck? Für den Anfang noch so ein paar Kisten. Wenn du die auftreiben und herschaffen kannst, wäre mir das eine große Hilfe. Ich halte meine Augen offen. Ja, tu das, du Pussy. Dann mal los. Abgefuckter Penner. Na, die werden ja richtig frei, Freunde. Finde drei Orangen und Samsungs, bla 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 bla. Okay, machen wir das doch. Aber ich möchte gerne mein Auto haben, Freunde. Und zwar, das war noch mit der Mitte im Auslaste, genau. Auto. Hätte ich gern. Wo haben wir denn unser geiles Auto? Da, was haben wir hier, was haben wir da? Dort, den haben wir jetzt freigeschaltet, oder wie? Den haben wir noch nicht, den haben wir schon. Komm, ich bin in Point Verdun, brauche einen neuen Wagen. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Gerne. Weil das ist nämlich auch eine hübsche Karre, muss ich sagen. So, aussteigen. Ich habe hier einen Wagen für dich. Dankeschön. Ich weiß, dass du schätzt. Maul. Einfach Schnauze. So, Burke braucht Autos. Und dann besorgen wir ihn mal Autos. Ich möchte jetzt geradeaus fahren, weil du mich gerade Okay, dann fahren wir halt nicht geradeaus. Wie du magst. Ich bin echt gespannt, was hier alles noch in Mafia passiert. Wann mal so jetzt wir richtig große Chefs geworden sind, so quasi. Und mal richtig auf die Kacke hauen. Da war doch einer, nur in Blau. Muss der Roche sein, Mann. Junge. Da ist einer. Na, den nehme ich mir doch mal gleich zur Brust, würde ich sagen. Gib mal her, die Scheiße. Ich werde diesen Arsch an die Bullen verpfeifen. Wenn du nichts Besseres zu tun hast. Wie geil die Tastatur dann leuchtet. Also blinkt quasi. Ich muss euch das mal zeigen. Aber ein andermal, weil jetzt ist bei mir gerade stockdunkel und ich möchte ungern ein Licht anmachen in meinem Zimmer. Weil es so schön dunkel und so. Ich bin ein dunkelhaftiger Mensch. So, Burke. Halt. Das ist eigentlich schon eine schöne Karre, muss ich sagen. Ich glaube, so schalten wir auch unser nächstes Auto frei. Kann das sein? Lieferung abgeschlossen. Sehr schön. So, gib mir doch nochmal ein Auto, bitte. Ich bin in Point Verdun. Brauche einen neuen Wagen. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Ja. Sehr schön. Hier ist dein Wagen, Boss. Ich weiß, das zu schätzen. Boah, Alter, was war das für ein Sound? Der war ja geil. Okay, die Karre ist nicht so geil, finde ich. Die hat auch nicht so einen bösen Sound. Guck mal, der ist sogar auch orange, wo wir gerade fahren, fällt mir auf. So, jetzt kommen da Gegner zu wetten. Ah, einsteigen bitte. Und doch nicht. Schalte ich das Radio immer ein oder bin ich zu schnell? Egal. Es gibt hier auf jeden Fall wieder sehr viel zu sammeln, Freunde. Oje, oje. Stehen bleiben. Der macht auf der Straße ein bisschen rum. So.
Kam da jetzt nicht so eine Nachricht? Doch. Ich bin in Point Verdun. Brauche einen neuen Wagen. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Oh, ein Rot. Achso, der hat mir mal rot lackiert, wa? In Schwarz gefiel der mir besser. Danke. Ich hab hier einen Wagen für dich. Ich weiß das zu schätzen. Den müssen wir wieder umtunen in Schwarz. Schwarz war viel besser. Boah, die Karre. Die hat richtig PS unter der Haube. Boah, leck mir. Und die zieht auch besser. Okay, da steht noch mal einer. Das sollte, glaube ich, nicht so sein, aber wir nehmen uns einfach mal die Karre jetzt. Ich glaube, das eine war jetzt verbuggt. Kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Und jetzt sind da Cops. Kann ich ja wohl schlecht ein Auto klauen. Aber jetzt kann ich das. Ich hab den doch da reingestellt. Das war doch dann blau, oder nicht? Oder bin ich da etwas verblödet? Warte. Weil da steht ja nochmal derselbe, den ich ja eigentlich schon geklaut hatte. Hm? Ja, wir gucken mal. Da steht der andere auch nochmal. Kann sein, dass ich es wahrscheinlich nochmal machen muss. Nur so ein Gefühl, weil das eine gerade nicht funktioniert hat. Oder vielleicht hat es ja schon gelangt, wer weiß. Wäre natürlich toll. Was macht er denn als auf der Straße da? Oh, okay, hab ich gemacht. Aha, hat doch funktioniert. Sehr schön. Wunderherrlich, Freunde. Schon gedacht. So, Burke. Da ist er ja, der harte. Viel Spaß mit. Viele brave Leute werden ihre Karren vermissen. Aber die Brüder in Belfast werden sie euch danken. Mhm. Das war's jetzt. Wow. Much. Wow, Freunde. Much wow. So. Und zwar haben wir hier müssen wir noch einiges unternehmen. Hier müssen wir Weise Cassandra einen Bezirk zu, da können wir nicht. Keine Fragen. Weise Burke einen Dings zu. Rede mit Nick, ich stehle den Truck. Rede mit Vitor. Und stehle den Truck. Ja. Machen wir erstmal Rede mit Vitor. Weil das sind nämlich, wie ihr seht, Pillapalla-Aufgaben. Also, ja. Pillapalla-Aufgaben. Wo fahren wir denn lang, Alter? 1000 Eingänge gibt's hier. Weg da, weg da, alle weg da. So, okay. Wir sollen den also allen Bezirk zuweisen und den scheiß Truck nochmal stehlen. Das machen wir dann aber gleich. Dann würde ich das Weiße dann nochmal machen. Ich weiß gar nicht mehr, was das Weiße jetzt war. Dass wir das nochmal erledigen und dann wieder an unseren Hauptstories weitermachen. Griffin. Warum es das auch nicht in Mafia 2 gegeben hat? Weißt du, noch so ein paar Nebenmissionen so. Mafia 2. Ohne Witz. War schon Sahne. Wie gesagt, war Sahne. Ja. Hat richtig Laune gemacht. Aber, ja. Was soll ich dazu sagen? Eigentlich verkackt. Verkackt. Ein großartiges Spiel hätte es werden können. Verkackt. Einfach verkackt, dass man einen Mod runterladen muss, damit du, Dings, freie Fahrt spielen konntest. Das ist doch scheiße. Das ist doch schwul. Du hattest zwar auch so ein bisschen deine freie Fahrt, aber trotzdem war es nicht dasselbe. Und wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich das Mafia 2 nochmal let's play. Boah, das ist ganz viel Geld. Warte mal.
Warte mal. Da ist ja ganz viel Geld. Oje, oje. Was glaubst du, wo du hingehst? Oh. Ja. Nicht gut. Wo denn? Geld haben wir jetzt? 8000. Nice, das hat geschmeckt auf jeden Fall. Warte mal, da ist ein Verbandskasten, dann nehmen wir den noch gerade. Haar, Hände verbergen, genau. So. Bin doch schon weg. War nämlich schlagen. So. Ja. Alle verfügbaren Einheiten, Meldungen über einen bewaffneten Schwarzen männlich in South Down. Bitte überprüfen. Nee, da sind die Bullen. Einer davon. Oh Gott, Alter, wenn du die am Arsch hast, das dauert ewig, ey. Haben wir die Kacke am Dampfen. Jetzt sind sie wieder überall. An alle Einheiten, weg. Ich ja nichts für. Trotzdem mit Vito retten? Wahrscheinlich nicht. Aber die helfen mir doch wahrscheinlich. Oh, nice. Das Problem ist, solange das blinkt, hier. Bullen sind noch weg. Konnte ich das nicht einfach mal hier anrufen? Nicht verfügbar. Sondern? Wo ist ja noch einer? Was macht der denn jetzt? Noch einer. Was ist denn?